So, 3, 2, 1, willkommen zurück zu Farmers Dynasty, Runde 2, Folge 12. In der letzten Folge haben wir für Kelvin ein paar Gebäude repariert, sprich einen Kuhstall und eine Scheune. Dafür haben wir seine alte Ballenpresse bekommen. Damit können wir dann von unseren abgeernteten Getreidefeldern das Stroh sammeln und zu Ballen pressen. Kelvin will scheinbar seinen Hof aufgeben und wieder an die Küste ziehen oder Seefahrer werden. Ich weiß es nicht mehr genau. Naja. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Folgen ich heute aufnehmen werde, weil ich eventuell noch Anno 1800 aufnehmen möchte. Oder zumindest spielen. Wir werden sehen. So, die Ballenpresse ist fast zu Hause. Bam, bam. Dann müssen wir im Grunde nur noch nach einem Auftrag suchen, wo wir einen Heuhänger bekommen. Beziehungsweise einen Hänger, wo wir Strohquader drauf platzieren. Nehmen wir wieder die Abkürzung. So. Hatte ich das andere Feld noch nicht abgeerntet? Wow, wow, wow. Oh, scheiße. Nein. Moment. Muss ich mal ganz kurz schauen. Ranzoomen? Geflügt, nix. 100% gedüngt, 0 Raps. Bereit zur Ernte. Okay. Rapsernte bin ich gerade zu faul. Das verkaufe ich eh nicht. In der Mühle. Deshalb gebe ich einfach mal hier den Auftrag ernten und verkaufen. 352 Euro. Und wir müssen jetzt mal die Ballenpresse anschalten. Wie ging das? Wow, okay. Weiß nicht, wie schnell ich fahren darf mit der Ballenpresse. Ich glaube, der kleine Traktor hatte nie so Probleme gehabt beim Einsammeln. Das lief, glaube ich, immer ganz gut. So, da kommt schon der Kollege, den ich bestellt habe für die Ernte. So. Dann nehmen wir hier erstmal die Ränder mit. Nicht, dass der irgendwie mein Stroh noch kaputt fährt. Oh, unser Geld wird schon mal ordentlich mehr. Das ist sehr gut. Raps bringt wohl gutes Geld. Oh Gott, nicht so eiern, nicht so eiern. Komm, komm, komm.
Quader sehen echt klein aus. War es schon immer so? Egal. Irgendwie sieht meine Grafik merkwürdig aus. Naja. Was soll's. Bei Raps bleibt ja kein Stroh über. Gott. Willst du Stroh? Ja. Dann wirst du auch Stroh sein. €5.000. Sehr gut. Frage. Suchen wir uns irgendwo ein billiges Feld? Dass wir das dann auch gleich abernten können. Sozialpunkte haben wir noch nicht allzu viele. Flimmert bei mir alles vorm Auge. Scheiße. Also, der ist immer noch fleißig bei der Ernte. Frosch im Hals, tut mir leid. Sinnlos die Schnecke, Mist. So, einmal wenden. Sammeln, sammeln, sammeln. Warum eier ich so? Die Richtung ist echt heftig. Irgendwie lädt bei mir die Textur nicht schnell genug nach. Ja, brum brum brum. Hiralala. Ich bin sehr hungrig. Moment. Wir haben doch noch ein paar Äpfel. Essen, 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 essen. So, 95. Oh Gott. Ich weiß nicht, wie schnell die Äpfel hier nachwachsen. Vielleicht brauche ich doch ein, zwei Hühner. Ah, Mist. Wieder eine kleine Ecke nicht getroffen. Okay, wir haben schon 8000. Der scheint noch nicht fertig zu sein mit meiner Ernte.
sagen wir mal, wir hätten nachher 10.000 Euro für ein Feld. Schauen, ob so noch ein paar nette Felder sind. Das war's erstmal mit dem Stroh. Abhängen. Ja. Schick, schick. Gut. Felder. Wir sind hier. Was würde das Feld kosten? Sehe ich natürlich nicht. Neue Mission. Flüge das Feld. Miststreuer. Heuwagen. Düngerstreuer. Okay. Heuwagen klingt gut. Fahren wir mal zu Becky. Da. Mal schauen, ob wir auf dem Weg dahin noch so ein paar kleine Felder sehen. Kilometer. Oh, Auto. Ah, da hält er sogar an. Ah, war freundlich. Die Felder sind leer. Bam, bam, bam. Der Traktor, der ist schmutzig. Was kann ich da nur tun? Irgendwann mal ihn waschen vielleicht. Heuwagen. Heuwagen. Oh, hier wächst nichts. Warum wächst hier denn nichts? €11.000. Da kommen Felder und da stehen Kühe. Stehen jetzt hier überall Kühe rum, solange bis ich mir selber welche kaufe. So, das schaut wieder nach Weizen aus. Mal ganz kurz schauen. Feldkauf, Enter. Kaufen 27.000, 2 Hektar. Okay, also wäre 1 Hektar für 13.000, 14.000. Puh. Okay, da brauchen wir ein wenig Geld noch. Naja, gut. Wir fahren mal dahinter.
Brumm, brumm, brumm. Komm, Abkürzung durch die Tankstelle. Die Felder sehen auch relativ groß aus. Wobei ganz so groß. Ah, bleib stehen. 19.000. Sozialpunkte. Ich will mit den Sozialpunkten nicht unter 50.000 fallen. Deshalb lassen wir das. Es gibt ja noch genug Felder hier. Moment, da kommt noch ein Feld. So, ich glaube, die Ernte ist jetzt fertig bei mir auf den Feldern. So. Mann. Querfeldein. Trifft Becky, alten Heuwagen. Kann ich vielleicht, kannst du irgendwie verdienen? Ja, ich bin doch gerade auf dem Weg dahin. Trotzdem immer noch auf der Suche nach neuen günstigen Feldern. Ach komm, dann steig mal aus. So, Enter. 24. Aussteigen. Jetzt gucken wir noch schnell hier Mais an. War das Mais? 23. Was haben wir hier noch? Nochmal Weizen für 21. Ja. Oh, Äpfel. Apfel. So, noch ein Apfel. Oh, das sieht schon so aus, als müsste ich hier das Gewächshaus reparieren. Hallo? Hallo, brauchen Sie etwas? Ich will nicht unhöflich sein, aber ich bin beschäftigt. Oh. Die Arbeiter sind unzuverlässig und es gibt noch so viel zu tun. Nun, vielleicht kann ich helfen. Ich bin auf der Suche nach Arbeit. Und Sie arbeiten bestimmt nicht umsonst, oder? Genau. Ich kann mir keine neuen Arbeiter leisten. Was ist mit Ihrem alten Heu?